Oh, wow! Toll! Schau mal, das schaut da richtig gut aus, wenn ich wollte. Das kann ich reinlassen. Du willst es so lassen? Oder willst du was Neues? Gute Frage. Dabei mal so lassen. Vielleicht kann man es irgendwie angleichen, dass man einen Boden hat. Oder dass das auch aufkosten wird, auf das Niveau. Oder man lässt so, ist das ein Fliesenteil? Beton. Schon, ja? Beton. Beton mit Punkten? Ja, da ist ein Stein bestimmt drin. Okay. Also ich hatte vor, ich habe das auf einen Boden eben aufgerissen. Ja. Und dann ist das mit raus. Ja, wieder los. Und macht Spaß? Ja. Okay. Ja, aber die eine Fresse ist ein bisschen kurz geklappt. Ja? Oh je. Du leichtest voll am Hämmern hinten. Und geht's? Alter, warte, da kannst du kurz schlafen. Ich glaube ja, ja. Da haut rein, da will ich sein. So, viel Spaß. So, willkommen zum zweiten Teil vom Bau. Jetzt gehen wir hoch und schauen mal, was sich alles verändert hat. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Da hat sich noch was verändert. Ja. Die Wand steht für die Tür. Und hinten die Verblendung, weil hier geht das Rohr hoch. Und der Tonstabzug, aber es geht da in den Kamin rein. Ja, da gehört halt nur gedämmt. Ja. Muss mal schauen, wann das gemacht wird. Das ist auch neu, das Gehölzer. Hier kommt da das WC rein, den Unterspülkasten. Dann aufwärts in der Bett, den Bohrer. Und hier kommt das Waschbecken rein. Waschbecken und zwei Steckdosen. Die Türe geht dann schon nach außen hinauf. Die Tür ist da im Bad ein bisschen kleiner als wieder, gell? Da ist das? Nein, es ist 90. Da kriegst du die Wand weiter zurück, schon. Ah, okay. Ja. Was okay. Läuft, wollt ihr eigentlich da? So, heute filmen wir wieder, was oben sich verändert hat im Dachboden. Und natürlich seid ihr wieder live dabei. So. Oh, hier kommt schon die Wand hin. Und da ist das zweite Zimmer von Lea. Wow, wie cool. Das ist ja genial. Wow, man erkennt schon, schön langsam, wie es aussehen soll. Super, da war Sinas Zimmer, das war gestern schon so, oder? Oder? Die Platten sind neu. Ah, toll. Super. Die zwei Zimmer stehen also, da kommt dann später noch ein Durchbruch. Da kommt dann der Tischler und macht ein paar Regale. Schaut toll aus. Ganz toll schaut das aus. Die haben das wirklich drauf. So, und wenn die Arbeiter das nächste Mal kommen, filmen wir wieder, was sich verändert hat. Ist da auch was? Ja, die kann ich nicht laufen. So, jetzt wird Licht. Okay. Es geht leider nur hinten an, deswegen fangen wir hinten an, da anzuschauen. Also, heute haben wir den zweiten Teil vom Video und den zweiten Tag davon und wir wollen jetzt mal schauen, wie weit sie da heute gekommen sind. Also, da ist jetzt noch viel fertig, da ist der Kamin verblendet, der hintere auch, Sinas Zimmer ist auch fast fertig, ich sehe leider nicht ganz rein, es ist zu dunkel. Tür, ne? Den haben wir auch schon gekauft. Ja. Wir finden sie recht schön für den Stock. Ja, die müssen wir noch hochzahlen. Ja, da die Wand war letztes Mal schon schön. Ja, da ist es neu. Ja, der Kamin ist noch verkleidet hoch. Ja, haben die davor schon gesagt? Ah, habe ich nicht gesehen, wenn ich dann schon. Da ist das Bad. Ah, sie haben angefangen zu dämmen. Das ist gut. Ja. Sehr gut. Wie findest du es jetzt wärmer? Oder angenehmer, nicht? Ja. Angenehmer, okay. Für das da oben eigentlich überhaupt nicht geheizt wird, das ist warm. Ja, ja, wohl ein bisschen, oder? Das da. Vier, fünf Stück. Da ist auch schon wieder fast alles fertig. Da haben wir den Darius, potenziell neuen Raum. Oh, schön. Gutes Fenster müssen wir lackieren, das ist definitiv sehr braun. Ja. Ja. Da hat es ein paar Probleme mit der Elektrik gegeben, weil die Kabel falsch verlegt worden sind. Das muss man dann auch aufzeichnen, wie das ist, ja, wo jetzt klappt. Da ist da das Versteck mit einer Lampe. Eins, ja. Und das zweite ist hier. Das zweite Versteck mit Darius Lampe.
Ja, und da ist die andere Wand auch schon schön verblendet mit Kabeln. Und das war's wieder für heute. Morgen arbeiten sie natürlich auch weiter. Also sie machen einen richtig guten Job. Ja. Sie haben gerade eine Bestellung. Ja, dann melden wir uns morgen wieder. Bis morgen. Bis morgen. So, hallo, heute seht ihr uns wieder im Dachboden. Es ist schon wieder sehr viel weitergebaut worden. Und das wollen wir auch natürlich nicht vorenthalten. So, es ist heute noch etwas heller, hoffe ich. Man sieht es besser. Da, das ganze Fenster ist verkleidet. Da oben auch fast alles, gell? Ja. Ist da auch die Seite, die ist neu, oder? Die Seite ist neu, ja. Yes. Darin. Da auch. Oder? Nee. Da ist neu. Da, das war gestern schon, das weiß ich noch. Das war gestern noch nicht da und die Wandverkleidung war auch noch nicht da. Oh, kannst du da noch eine extra Tür einbauen dann trotzdem? Ja, das ist mit dem schon abgemacht. Das machen wir noch da. Ah, okay. Da und da drüben, da hinten kommt der Steck was einbauen. Ah, okay. Da hinten, da ist die Karte gut versteckt. Ja? Ja. Oh, super. Klasse. Ja, das ist da das Thema, das sind ja relativ schnell fertig gewesen. Was ist schon fein mit der Heizung? Ja. Fein warm. Ja. Und was ist heute noch passiert? Du warst ja halt schon oben. Ja. Ja. Ja, das hast du schon gesehen. Da, das ist auch neu, oder? Da hinten verblendet und so, nicht? Die Verblendung ist neu, ja. Ja. Das Bad ist relativ klein, oder? Ja. Es Hui. Es ist nur ein WC mit Waschbecken. Ach, also. Doch, am begehbaren Kleiderschrank was machen. Na, WC mit dem Waschbecken. Okay. Da oben, da wo die Stromleitung hier reingeht, was doch? Das ist verkleidet worden da. Ach, sie kommt nicht runter. Sie ist noch zu klein. Oh, nee. Ja, Papa, okay. Darf man ja nicht vergessen, da ist wichtig. Ja. Gibt in das Zimmer rein? Ja. Da ist mal ein wenig zum Alten. Oh ja. Ja. Weiße Wand, hör? Ja, heute sieht man sie besser, die Tür. Es ist halt etwas heller. Ja. Das ist eben die Tür, wo wir organisiert haben, oder die Türen. Das sind ja zwei da. Ja. Da kommt dann Sinas Schreibtisch hin, unsere Heizung. Ja, das wird schon schön. Ja, ein schnuckeliges Zimmer. Ja. Ja, das da kann man sich denken. Ja, das ist neu, ja. Das ist neu, kann man. Mhm. Da war es ein Holzbalken, wo man ja oben abgeschnitten hat. Das ist der Rest, wo man die Mauer vorstellt. Da haben sie schon gekleidet. Ja. Ja, man erkennt langsam, was es werden soll. Ja. Ah, das ist auch neu, oder? Das war gestern noch nicht. Ja, nein, war gestern auch nicht. Ich habe die Kaminverkleidung gemacht. Ja. Das haben sie auch neu verkachelt, alles verschaltet. Ah, ja. Wenn man das nicht vergisst. Ja. Gipskarton. Gipskarton. Ach, findest du da Wörter? Wow! Kein Wunder, dass es so viel Kabel gewesen sein. Das ist übertrieben viel, oder? Das sind die Kabel für Liftsteuerung, also für Bewegungsmelder, für Hauskontrollleuchten, für WC, für Dauerzimmer, für Steckdosen. War das nicht kürzer angegangen? Sparsamer? Nein, musst du noch. Ah ja? Ja. Okay. Du musst genug Kabel für den Elektrik haben, damit du das erst machen kannst. Ja, das geht schon weiter. Man sieht jeden Tag ein bisschen was. Das sind schon tolle Jungs, ja. Ja, also die Arbeit ist richtig toll. Ja. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bestimmt. Ich bin neugierig, wie viel das gemacht ist. Da, wenn man schon reingeht, sieht man die Wände. Ah ja, heute ist übrigens jetzt der dritte Tag, wo wir filmen. Ja. Und es ist Gott sei Dank noch hell genug. Oh! Schau, das Versteck. Da ist alles verblendet. Schau, das Versteck. Nehmt euch die Amy mit hoch, bitte. Da ist einer. Da runter. Das Zimmer ist fertig. Nur noch verputzen. Hat das wieder ausgeschnitten, wie nett. Ja. Toll. Ich muss euch mal sagen, dass eine Platte da drauf war für die Türen, wo man Maske versteckt hat, wo man das Gegenstück wo man rausschneiden und hinten reinsetzen. Ja. Guck, ja. Was? Ah.
Sollst du das nicht wissen? Ja. Mike, deine Füße werden weiß. Oh Gott. Gehst dann ins Bad Füße waschen, bevor du ins Wohnzimmer wieder gehst, gell? Alles fertig. Dann gehst du auch nochmal Füße waschen. Alles fertig. Melina, geh dir jetzt was anziehen. Nein. So, weiter geht's im Bad. Gut, das ist immer noch so wie davor, oder? Die Rückwand, haben wir gesagt, bleibt noch so. Ja, aber hinten ist vor. Also die Platten sind ja, drauf. Die Platten sind drauf, ja. Sieht man aber das hinten, nicht so. Oder jetzt bleibt leider, wenn ich das so die Platten mache, immer das Schlafen fahre. Ja, willst du eigentlich die Fenster lackieren? Die sind ja zu braun. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das sind ja drei Fenster. Gut, ein bisschen was muss man da selber machen, gell? Genau. Ja. Ja, die so weit aus, fast. Also wie gestern, oder? Hat sich was verändert? Ich weiß nicht. Ist noch nicht verputzt. Nein. Nö. Da sagen sich niemand noch wie gestern. Ja. Ja, also Hausgang war heute wahrscheinlich Thema bei Ihnen. Ja. Wir haben heute auch das gesägt. Ja, das haben wir auch gehört. War laut. So, dann war das jetzt der dritte Tag der zweiten Woche. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, jetzt gehen wir schauen, wie weit sie jetzt gekommen sind. Ah, jetzt haben sie die Kabel rausgemacht. Ja. Klasse, klasse. Okay. Wo? Was? Ah, da, ja. Da ist die Krankenmaschine schon drauf. Ah, super. Ah, dein Dauerzimmer haben sie auch verputzt. Ja. Da auch. Und da auch. Da ja. Da noch nicht? Ja, kommt sicher noch. Auf jeden Fall. Ah, da ist Dämmung drin. Bisschen der Dünn, hä? Ja. Da könnte man noch was reinstopfen. Ja. Wir sind jetzt hier in der zweiten Woche vom Baufortschritt. Und es geht wirklich total schnell voran. Ja, da kommen wir in das Zimmer rein. Da haben sie auch schon was reingesetzt. Was denn? Ah ja? Ja, ein Putz. Oh, okay. Weil das ist ja da die Stufe da, da muss ich das Fortschritt haben. Hat sie gemalt? Ciao. Wer? Ja, das war der Papa noch, vor ein paar Monaten. Das hat Papa persönlich gemacht. Was denn? Aufgemalt. Da ist Leas Zimmer, da haben sie gerade verputzt und zumindest ein Traum. Oh, das wird ein schöner Raum. Ja. ABCDEFG steht da? Ja. Ah ja? Ah, in Sinas Zimmer haben sie auch schon angefangen zu putzen. Ja. Ja. Wow. Wow. Ja, es geht wirklich was voran. Man sieht jeden Tag den Fortschritt. Wow. Oh, mir ist heute in jedem Raum so kalt. Na, heute schlimmer. Normal ist man immer warm, aber heute. Ja, ich denke es mal. Schön für dich. Das ist doch kein Müll. Ja, das ist immer noch so wieder vor. Die Platten drauf. Ja, es geht voran. Man erkennt es. Ja. Ganz, ganz doll. Ja, was ja, definitiv. So, jetzt gehen wir wieder runter und werden morgen dann wieder filmen. Ja. Das machen wir dann auch noch neu. Natürlich bleibt es nicht braun. Das ist viel zu altbacken. Ja. So, und die Flintlicht war heute raus. Bist du sicher? Ja. Die haben es aber toll gefunden, wenn man es zumachen kann. Oder ist es dann so wie abgesperrt? Nee, das ist ja wie so, keine Ahnung, wie Harry Potter, wo unter der Stiege schlaft. Nur was ist, so auf dem Dachboden. Ah, okay. Ich wollte da die Beschläge, wo das sind, halt rausnehmen, das verspachteln, dass es zu ist. Ja, okay. Ich wollte das halt. Lauf der Papa zu langsam. Laufen? Okay. Ja, okay. Tut mir leid, Prinzessin. So, jetzt darfst du laufen. Nein, die Stufen hinter der Mocke dann auch noch. Ja, lachst du? Ja. Ja. Ja, eben, ja, die Treppe fehlt nur, gell? Ja. Das machen wir alles neu. Mein Problem ist, wir haben schon probiert, es abzuschleifen. Aber du kommst nicht gleich dran. Also jetzt verfüllst du euch schnell. Das verstopfte Bohren von den Schleifscheiben. Ja, wir haben schon eine Idee. Wir machen ein eigenes Video, was wir da genau machen. Genau, zu viel verraten, weil wir vorne da. Genau. So, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, heute ist der sechste Tag von der zweiten Woche. Und jetzt gehen wir mal hoch in den Dachboden und schauen, wie weit sie gekommen sind. Hallo.
sieht man dich oder ist es zu dunkel? Nein, ich glaube, ich bin zu dunkel. Okay, dann gehen wir hoch. Möchtest du vorgehen? Ja, ich stehe schon einmal. Okay. Also, ich bin hängen geblieben. Da sieht man, dass alles verspachtelt wurde. Mit was für Material hast du heute gesagt? Gips. Ah, Gips. Wie passend. Gips auf Gipskartonwand. Ja. Oh, alles schon. Wow. Wow, sind die schnell. Darius Zimmer auch. Da kann ich mir am besten vorstellen, dass es bald fertig wird. Ja. Oben kommt dann die tolle Dino-Lampe hin. Ja. Er ist ja immer noch so ein Dino-Freund. Und deswegen kommt alles so in grün und mit Dino-Bildern. Also, oh, klasse. Ja. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen beim Reingehen. Kann man schön akkurat machen. Haben wir das nicht schön genug gemacht? Sie wollten eine schöne Kante machen. Oh, was haben wir gemacht? Pusch, oder was? Ja, nicht schön. Okay. Na gut. Oder auch gleich Moment. Austauschen. Das ist da unten. Ja, ein schöner. Jetzt haben sie wirklich unsere schwere Arbeit ausgebessert. Ich fühle mich schon jetzt in meinem Wirken nicht ernst genommen, keine Ahnung. Oh ja, sind Facher weiter, die fallen das auch nicht hässlich. Ja, das war die wunderschöne Wand im alten Bad, gell? Genau. Wir hatten sogar eine Badewanne. Ja. Und schöne Omi-Fliesen im Hintergrund. Gut, da ist immer noch gleich. Da wird was gemacht. So, jetzt gehen wir da vom Hausgang gleich rein in die Zimmer, weil da ist es zu dunkel. Ja, die haben das überall gemacht. Ja. Bin schnell. Da fangen sie glaube ich auch bald an. Da wird der Wartwerk verputzt. Bin schon gespannt, wie das wird. Dann haben sie noch gemeint, das wird ein Problem. Ja. Aber das kriegen sie hin. Die haben jetzt schon so viel gemacht. Ja, die haben so viel Spaß gemacht. Ja. Da ist Sinas Raum. Gut, sie haben überall gleich viel gemacht. Gut, die eine Wand fehlt noch. Ja. Und ein bisschen Strom. Ja, und morgen machen wir dann noch ein paar Gipskartonplatten. Ich glaube, die haben was gesagt, von 10 Stück fehlen noch. Schön verschätzt. Ja, da sieht man ein Stück fehlt. In der ersten Woche. Ja, auch, ja. Ja. Auch, dann oben die Verkleidung gefällt noch. Oben nach dem Dachgiebel fehlt noch. Ja. Ja, kommt auch was hin, ich weiß nicht. Ja. Aber es wird. Wir werden es bestimmt schaffen. Hoffentlich, dass die nächste Woche schlafen und können wir können kaputzen, dass es fertig wird. Kannst du nicht mehr erwarten, die Kinder hochzubringen, ha? Nee, aber ja. Und momentan schlafen sie ja zu zweit teilweise, teilweise zu dritt. Ja, nur weil sie es wollen. Sie haben schon eigene Betten, aber irgendwie benutzen sie nur ein Bett. Ja. Sei ihnen gestattet. Ja, aber man kann sich richtig vorstellen, dass sie das mit. Ja, ist schön. Wir nehmen das natürlich auch dann mit zum Dekorieren und wenn wir die Möbel kaufen, die kaufen wir alle neu. Wir haben uns dafür entschieden für das Stora-Bett. Stora IKEA, ja. IKEA Stora-Bett, das Hochbett, worunter dann Sachen passen, für Kommoden von IKEA, Zimmerstuhl von IKEA. Und wir haben uns jetzt schon für die richtigen Möbel entschieden. Wir haben gestern noch mal schnell gemessen am Abend, dass wir IKEA-Möbel holen wollen. Also da gibt es so schöne Stora-Betten oder Stora-Betten, ich weiß nicht, wie man schreibt. Das ist so ein großes Hochbett, das ist 1,70 hoch ungefähr und man kann darunter noch Möbel stellen, Schreibtisch, Sitzkissen, alles was sie wollen. Dann neue Kommoden, Kleiderschränke und so weiß-grüne Möbel für Darius Zimmer, das soll ja hauptsächlich grün sein und in Dino-Dekor. Und ja, und morgen dann noch das Update von der zweiten Woche und wir kriegen eine dritte Woche zusammen. Hat sich leider etwas verzögert. Also bis morgen, tschüss! Ciao! So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der letzte Tag dieser Woche. Also wir sind jetzt am Ende der zweiten Woche angekommen und schauen jetzt, wie weit die Arbeiter gekommen sind. Also wir sind jetzt wieder im Stiegenaufgang. Das sieht man schon. Es ist alles vergipst. Man sieht keine Übergänge mehr. Ganz toll gearbeitet. Oh, Dario, hi. Da auch. Hey. Bist du neugierig? Ja. Okay. Ja. Spezialbaulampe. Ja, das haben ist sie unsere alte, oder? Ja, das ist die, wo im großen Hausgang drin gewesen ist, haben sie umgebaut.
Also der Baulampe. Jetzt haben sie. So. Sag jetzt, was verstanden jetzt, Leute. Oh, okay. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Ja, dann war fast alles fertig schon, gell? Ja, überall so. Die Kantenschienen dran noch. Da zählt was, ja? Ja, da auch. Ja. Das so ist macht man das. Jetzt sind wir in Darius Zimmer. Bei dem Versteck. Kann ja auch gut für das Versteck. Und habt ihr genug Platz? Ja! Ah, da haben sie verputzt. Der graue Putz ist auch neu. Das war vorher haben weiß. Sie da, haben sie da drinnen auch schon verputzt? Haben sie verputzt bei euch da drinnen? Ja. Ja? Ja, haben sie. Haben sie? Haben sie hier reingekrabbelt? Oh, die schreibt noch mal da. Oh! Ja. Da ist das zweite Versteck von Dario. Ah, bereiten sich für Weihnachten vor. Jetzt bauen wir dann aber selber fertig. Der hat einen Zuckerwürfel. Ja, jetzt sind wir da fertig. Das ist auch noch Darios Raum bis da. Da wo die Türe ausgespart ist. Ja gut, heute haben sie glaube ich vermehrt gegipst, oder? Überall. Ja, der Ofen, der ist immer noch weg. Ich hoffe, die machen da die Fliesen weg. Bestimmt. Ja. Ah, jetzt ist das Tor, schau. Oh ja, stimmt, das ist neu. Ja. Ja, da haben sie auch fertig. Gegipst zumindest. Dann sind wir jetzt da in Leas Zimmer. Ja, das ist glaube ich noch so wie gestern, oder? Ja. Ich glaube, das ist neu. Das war gestern noch nicht. Ja. Aber morgen, glaube ich, kommt noch. Ah, da oben haben sie jetzt einfach die. Hä? Der Unterboot steckt was im Hotel. War die gestern noch nicht? Nein, die war noch nicht. Ah, hab's nicht so im Blick. Und das haben sie jetzt wahrscheinlich gemacht noch. Ah, okay. Weil, da kommt gerade ein Etagenbett rein. Ja. So. Welche Lampe heißt 1 gleich steuert das die Lampe an, 1 doch die Lampe da oben mit der Wechselschalter und steckt was. Ja, das montierst du aber selber, gell? Das mach ich selber, ne? Ja. Ja, da ist glaube ich schon wieder fertig, oder? Dann Hausgang, da ist glaube ich immer noch so wie. Ah, da ist auch wieder neu. Was? Das was? Ist der Kamin, das ist nämlich noch nass, das sieht man. Das ja. Haben sie heute verputzt. Da haben sie die Kantenschiene gesetzt, glaube ich. Ja. Und da glaube ich auch, die sind etwas feucht. Da. Ja. Da fehlt es noch. Aber das werden sie wahrscheinlich auch noch machen. Das stimmt, ja. Ja, dann gehen wir in Sinas Raum rein. Ja. Ah, da ist auch verputzt. Oh, schön haben sie ja. Verputzt. Wow. Die haben es echt drauf. Ja. Ja, da ist auch fertig. Eben bei der Sina ist genau das gleiche, also ja. Quasi seitenverkehrt. Aber ja, verspätet nur ja. Die Sina halt nicht in den Holzrahmen an der Seite am Ding, weil bei Leas Zimmer drüben ist die Dachdurchführung vom Hausstrom, vom Hauptstrom. Das ist bei uns halt, dass es ein Altbau ist, auch bei uns der Hauptstrom halt beim Dach durch den Boden. Da hast du schon angefangen, schon. Ja. Dann hat es geheißen Mittagspause oder Feierabend. Machen sie morgen vielleicht. Ja. Aber es ist so toll zu beobachten, wie schnell das geht. Und ja, das geht verstanden, ja. Ja. Ah, oben haben sie jetzt die Blumen gemacht, schau. Hä? Hier gibt es Platten im Garten. Die haben gestern noch gefüllt. Ah ja? Ja. Kannst du dir jeden Quadratmeter einprägen vor einem Tag schon nicht? Ja, ich kann okay. Jeden Tag hochschauen, was vorangeht. Okay. Ja, ich glaube, das wird mir morgen gemacht, oder? Nein, am Mittwoch. Da haben sie ein paar Platten noch. Ja, da fehlen noch ein paar Platten, ja. Gibt es eine Nachbestellung? Ja, aber man erkennt, dass da bald Räume entstehen. Da sind deswegen ein paar Platten zu wenig, weil. Da, den wollte ich noch mal schön verkackelt haben. Das haben sie auch gemacht, schon. Bei der ersten Zimmer fehlt noch, ja. Und das haben wir halt ein paar Platten gefehlt. Ja. Neben dem Haus bin ich auch noch dazu gekommen. Ja. Das ist genau das, wo halt sagt. Die gesamten Felder. Ja. Ah, die Jungs sind da hinten. Ja, warte, ich bemühe mich. Vielleicht da hinten drin, aber es ist zu dunkel. Ich sehe nichts. Ja. Aber es war toll, ja. Ja, bestimmt. Ja, aber da hinter dem Tisch kommt noch selbe Luke rein. Für das WC. Ja. Machen wir nachher noch. Aber ich meine, es ist nachher unterwegs. Also fertig mit der Arbeit. Und es ist neu und oben die Platte ist neu. Ja, stimmt. Das ist jetzt wieder mit der zweiten Woche und mit dem zweiten Teil. Und ja. Nächste Woche gibt es dann den dritten Teil. Ja, vielleicht der abschließende Teil da oben.
Ja, und wenn wir dann dekorieren und die Möbel reinmachen, gibt es natürlich ein extra Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Du bist echt gut, ehrlich. Wow, Dario, super. Heute geht's dir auch gut. Max, schnitt mit. Schauen wir uns hier das benutzen. Geht's mit dem Hammer besser? Ja. Okay. Mach mal schön Dreck. Wow.